Ja, meine Freunde, heute wieder herzlich willkommen auf dem Radioactive Server. Heute geht es um das Thema Torpedogullys. Wie finde ich die, wie kann ich die von normalen Schiffen unterscheiden? Worauf gibt es zu achten? Was haben die an Besonderheiten, Vorteile, Nachteile? Und darüber werden wir heute ein bisschen reden. Und im Anschluss werdet ihr auch einen Kampf gegen eine sehen. Und dann fangen wir am besten einfach mal an. Also Torpedo-Gullys gibt es nur von den uns eingefügten Mod-Schiffen, sage ich mal, von den Radioactive Atlas Piraten und der Radioactive Atlas Navy. Und die zeichnen sich dadurch aus, dass sie immer in einem Dreierpack spawnen. Das heißt, ihr habt immer drei Galeonen. Ihr kennt ja ein Schiffspawn, zum Beispiel zwei Brigs, eine Galley, zwei Schooner oder vier Schooner, sowas kennt ihr. Und bei Torpedo-Gullys sind es halt immer drei Galeonen, wovon im Normalfall zwei mit Torpedowerfern und eine mit Cannons bewaffnet ist. Und ja, so könnt ihr die halt ausmachen. Was gilt es dann zu den Torpedo-Gullys noch zu sagen? Torpedo-Gullys können ebenfalls auch den Tradewind nutzen, also passt da ein bisschen auf. Die agieren ebenfalls mit dem Tradewind und sind vorne, also nach vorne raus, als Besonderheit ebenfalls mit Torpedowerfern bewaffnet. Also ein einfaches Hinterherziehen, wie das bei vielen anderen Schiffen funktioniert, wenn die Kanonen einfach nur nach vorne haben, wird das nicht. Und ja. Wo kann ich die also finden? Finden könnt ihr die grundsätzlich in jedem Grid. Sind relativ selten, zeichnen sich auch durch einen anderen Lootpool aus. Also ihr könnt andere Items da finden als normalerweise. Zum Beispiel die Advanced Shipyard als Blueprint, die Steam Engine als Blueprint. Dadurch zeichnen die sich halt aus und treten halt immer in diesem Dreierverband auf. So, willkommen zurück. Ich habe hier mal eine Torpedo Gully für euch reingeholt ins Spiel. Befinden uns jetzt hier gerade in A1. Ich habe das mein Schiff kurzzeitig abgestellt und ihr seht hier schon den Unterschied, dass hier nach vorne Torpedowerfer ausgerichtet sind. Und wenn wir uns hier mal rein begeben, man hat es da vorne jetzt schon kurz gesehen. Ist ein wenig schwierig beim fahrenden Schiff. Aber dann seht ihr auch hier, dass sich hier überall Torpedowerfer befinden. Und ja, ihr damit eine wesentlich größere Herausforderung habt. Wie gesagt, drei Schiffe auf einer Stelle sind dann immer diese Torpedo-Galeonen. Dann werden wir uns gleich mal so einen Kampf angucken. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. So, willkommen zurück. Wir befinden uns jetzt wieder auf der Sonnengott und werden jetzt einfach mal gucken, wie sich so eine Torpedo-Galeone, sage ich mal, verhält. Werden wir uns dann noch den Loot angucken und ja, ich zeige euch dann noch mal, wie so ein Verband davon aussieht und ja, ich wünsche euch einfach viel Spaß beim Zugucken. Also es gilt zu sagen, ihr werdet gleich sehen, dass die Galeone so leichte blau leuchtende Torpedos ins Wasser wirft, wenn ihr selber die Torpedo schon mal benutzt habt. Werdet ihr sehen, da hat sie jetzt die ersten gedroppt und ja, es gilt dazu zu sagen, tatsächlich, dass die Fronttorpedos um einiges stärker und schneller sind als die Seitentorpedos. Deswegen ein paar Treffer werdet ihr wahrscheinlich eh immer kriegen. Deswegen ich euch halt nur empfehlen kann, dass ihr immer versucht, an die Seite zu kommen und nicht einfach straight vor dem Schiff wegfahrt. Das könnte nämlich schmerzhaft werden. So, ihr könnt relativ gut erkennen, wo die Torpedos hingehen, weswegen ihr einfach immer nur ein bisschen gegenmanövrieren müsst. Kleiner Tipp von mir, wenn ihr da jetzt die Dreierflotte habt, pickt euch immer ein Schiff raus, macht das einzeln. Ich kann dazu auf jeden Fall empfehlen, dass ihr mit dem Kanonenschiff anfangt. Das ist um einiges angenehmer. Und dass ihr die Torpedo-Gullys ganz entspannt einzeln in Ruhe dann macht, so wie ich das jetzt hier halt mache. Wenn ich jetzt natürlich noch treffen könnte, dann wäre das super. Aber ihr seht, es ist auf jeden Fall machbar.
Ich sehe ja hinten, die Torpedos explodieren dann auch, wenn sie eine gewisse Reichweite überschritten haben. So, da kriege ich jetzt mal. Na, es hat noch geklappt. So, Fahrt immer ein bisschen unvorhersehbar. Das macht es für die Galeone um einiges schwerer, euch die Torpedos halt reinzuschicken. Und die Kanonen kann man halt ganz gut vernachlässigen, die sie auf euch feuert. So, ihr seht's da, sie versucht mit den Torpedos natürlich, die immer euch in die Fahrtrichtung zu schießen. Und wenn ihr genau hinguckt, seht ihr auch immer, wie ihr sie die vorne halt rauswirft aus den Torpedowerfern. Deswegen, wenn ihr ein bisschen mehr Distanz habt, ist es für euch sehr angenehm, tatsächlich diesen auch auszuweichen, da die ja doch ein bisschen Zeit braucht, um halt sich auch die Planken zu reparieren. Immer wieder ein paar Schuss drauf geben, dann kommt ihr mit vernünftigen Kanonen mit 100 Schuss ungefähr hin. Wenn ihr natürlich besser trefft als ich, dann ist das noch angenehmer. So, ich fange jetzt mal welche. Habt ihr gesehen, 2500 Schaden pro Torpedo. Ja, kann unangenehm sein. Trifft allerdings immer nur punktuell, heißt, ja, die Planke, die trifft, kriegt auch den Schaden. So, willkommen zurück. Ja, wir haben es dann jetzt auch tatsächlich mal geschafft, das Schiff zu versenken. Ihr seht, der blaue Flare geht in die Luft. Heißt, ihr könnt auch im Dunkeln ganz gut erkennen, wo das Schiff gesunken ist. Schwimmen dahin, beziehungsweise fahren im optimalen Fall dann natürlich hin, weil Schwimmen gerade im kalten Wasser machen wir alle nicht so gerne, ne? Würde ich jetzt mal behaupten. So, und dann werden wir jetzt mal kurz runtergehen und uns den Loot anschauen, den dieses Schiff so hat. Vielleicht haben wir jetzt Glück. Gucken wir mal kurz. Ihr seht jetzt ganz normale Crew, wie das bei normalen Schiffen auch ist. Gehen runter. Sind wahrscheinlich schneller als die Galeone unten. Oder auch nicht, weil wir wieder irgendwie im Mast festeiern. So, dann gucken wir mal. Ihr könnt immer, ja, es ist ein wenig glitchy hier drin, aber das kann man nicht verhindern. Könnt ihr mal die Kanonenkugeln looten, ne? Denn auch die Torpedogullis haben keine Torpedos als Munition dabei. Das wäre etwas zu viel des Guten. So, und dann gucken wir mal. Na, keine Lust gehabt hier. Ja. So, da, meine Güte. Hat er nicht? Hat er keine Lust? So. Ihr seht es auch, wenn ihr das Deck drunter abreißt, bleibt die Kiste da. Nehmt die Kiste und ihr seht es, habe jetzt hier tatsächlich Glück gehabt. Mythische Improved Shipyard. Also die kann man da drinnen ziehen. Ihr könnt hier Glassachen drin ziehen. Ja, so sieht der ungefähre Lootpool bei so einem Schiff aus. Und dann begeben wir uns kurz wieder aufs Schiff. So, wir haben es wieder aufs Schiff geschafft. Ihr seht, also so kann der Lootpool aussehen, muss er nicht. Und jetzt entsorge ich das Ganze mal wieder hier gerade. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Dann zeige ich euch nochmal so einen Dreierverband. Und dann sind wir auch schon durch heute. Ja, einfach, dass ihr es mal seht, was diese Schiffe tatsächlich für eine Feuerkraft haben, habe ich jetzt hier nochmal zwei unterschiedliche reingeholt. Und ja, so kann das Ganze aussehen, wenn ihr es falsch macht. Passt da dann auf jeden Fall auf. Ihr seht, die haben jetzt schon unten keine Planken mehr. Dachte, es ist einfach mal interessant, dass ihr das auch mal seht. Und bis gleich. Ja, willkommen zurück. So
wie ich euch gesagt habe, so sieht dann ein Dreierverband aus. Fahren halt dann immer zusammen rum und sind dadurch halt zu erkennen, dass dort eigentlich, ist dort nicht zufällig ein anderer Spawn, keine anderen Schiffe rumfahren. Ja, ich werde jetzt auch direkt mal wieder entfernen für euch und hoffe, ich konnte euch heute zeigen, erklären, wie könnt ihr die ausfindig machen, wo spawnen die, was könnt ihr tun oder worauf müsst ihr achten, damit ihr es da relativ einfach habt. Wünsche euch beste Gesundheit und freue mich, euch auf den Meeren wiederzusehen. Bis dann. Ciao, ciao.